Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von LS17 hier auf der Map Südhämmern. Schön, dass du wieder dabei bist und wir sind auf dem Weg zum Düngen und auf dem Weg zum Mähen. Mähen und Düngen ist heute angesagt und natürlich weiter Ernte im Hintergrund. Deswegen, damit wir ein bisschen einen kleinen Blick dafür bekommen, wie lange das denn wohl dauert. Und bei der Sämaschine fällt mir übrigens gerade ein, die habe ich schon rübergefahren. Eigentlich wollte ich aber noch das kleine Feld da vorne. Das kleine Feld da vorne wollte ich ja auch noch machen. Blöd. Naja. So. Ich hoffe, wir müssen nicht flügen, fällt mir gerade mal ein. Weil das habe ich ja, glaube ich, habe ich das eingestellt? Ich bin mir nicht sicher. Wir gucken mal. Wachstum gedüngt, muss gepflügt werden. Muss nicht gepflügt werden. Habe ich da ein Feld übersehen eigentlich? Nee, ne? Wir hatten hier 8, 9, 10. Unten haben wir noch eins, ich weiß. Das habe ich auch, glaube ich, schon mal gesagt. Da will ich mich aber erst mit befassen, wenn wir auch andere Felder in der Nähe haben. Wobei wir mal gucken könnten, was da in der Nähe ist oder was da drauf ist. Vielleicht lohnt es sich ja doch da schon mal seine Fühler hinaus, seine Fühler hinauszustrecken. Und ich glaube, das Abtanken war deshalb so häufig, weil der Korntank nie leer war. Möchte wetten, sollte dem so sein, habt ihr das natürlich schon in die Kommentare geschrieben. Na komm. Hä? Warum? Warum will er nicht düngen? Ich bin verwirrt. Wir sind auf Feld Nummer 8. Feld Nummer 8 ist nicht gedüngt. Und wir haben Zwiebeln. Dinkel. Und es ist nicht gedüngt. Und der Helfer will nicht. Also der Helfer arbeitet zuweilen hier ein bisschen komisch. Ich bin nicht ganz sicher, woher das kommt. Tu das. Sehr, sehr merkwürdig. Und da hat er den Rüssel wieder raus. Ja, jetzt ist er in dem Bereich, wo er jetzt anfängt, hier auf abzufahren. Und hier kommt als nächstes Weizen drauf, damit wir dann unsere Brote backen können. Ist nicht wahr. Nein, ist nicht wahr. Nee, 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 nee. Wir fahren schön. Oh. Warum versuche ich es eigentlich? Warum versuche ich es eigentlich jetzt? Ich wollte doch einfach nur zurückfahren hier. Komm. Komm her. Komm. Hey. So. Hey. Komm. Ja. Ja. Schön. Ah, ja, schön, 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 schön. So, jetzt aber. Und er düngt und düngt und düngt. Schön. Dann können wir los. Wo ist denn die Wiese? Welche Wiese nehmen wir denn da? Nehmen wir da oben die bei der Brauerei. Jetzt gehen wir da hinkommen.
eben schon zweimal dran vorbeigefahren und ich frage mich, wie wir da hinkommen. Ist auch sehr gut. Was ich mich auch frage, ist, ob der Helfer dieses Gespann bedienen kann. Das wäre cool. Wie, der ist fertig. Ich wollte keinen Stress mehr, Kollege. Mach mal langsam hier. So. Fahr mal rum. Jetzt wissen wir auch dank GPS ungefähr, wo wir den wieder ansetzen müssen. So, und hier fahren wir jetzt zur Blauerlei. Warum birken die Kühe denn? Die haben doch so leckeres Futter gekriegt. Wir könnten natürlich noch ein bisschen Mischfutter dahin fahren, gleich mal mit der Fräse. Aber jetzt sind wir erstmal hier zurück. Denn in dieser Folge möchte ich gerne mit euch das Man-Man. Damit wir noch ein bisschen Silage haben, dann haben wir da nämlich Ruhe. Und dann schauen wir weiter. Wie kann man eigentlich hier durchkommen? Oh, das geht ganz gut. Oh, super. Hier kann man alles sehen. Sehr, sehr gut. Nee, fein. Mach mal lieber so. Ich weiß nicht warum. Mir ist gerade danach. So. Dann haben wir hier. Das war, glaube ich, rum, ne? Mit den großen Maschinen. Habt ihr übrigens auch gesagt, es gibt eine Mod, die Blinker zurückstellt. Und danke für den Hinweis. Habe ich noch nicht installiert, aber danke für den Hinweis. So, geradeaus, hier rum, da wieder hoch. Okay. Ja, aber bevor wir den starten können, ihr habt schon gesehen, müssen wir leider nochmal eben kurz abtanken. Dafür blickt das vielleicht irgendwann mal... Ups! Das irgendwann auch mal wieder mit Crossplay zu automatisieren, das Feld abtanken und abfahren. Warum nicht? Ich glaube nicht, dass das einen Mehrwert gibt, das zum 100. Mal zu sehen in den Let's Plays. Da wollen wir doch lieber dann so ein bisschen Richtung Mac Map Manager Style versuchen, alles mit Crossplay zu machen. So, hier ist die Wiese. Nicht die Wiese, das ist was, womit man handelt. Nee, nee, hier ist die Wiese. Und hier ist der Eingang von die Wiese. Nummer 11. So, und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Wiese nicht im Dings ist. Was? Wie geil. Okay, Feldarbeit. Düngen und Säen? Nein. Ich glaube, Feld Nummer 1. Nee. Gut, das heißt, hier müssen wir einen sogenannten Feldrandkurs einfahren. Ich zeige euch auch, wie das geht. Dann tanken wir aber erstmal hier ab. Und steht der nämlich hier rum und tut nichts. Ja, dann haben wir, glaube ich, alle Tutorials von Crossplay mal durch. Wir können es auch selber machen, aber da haben sehr viele kommentiert, das bist ja nicht du. Der Nächste sagt, die Mischung passt. Der Nächste sagt, mach mehr selber. Der Nächste sagt, mach nicht so viel selbst, es ist langweilig. Es ist, wie man es macht, man macht's verkehrt. Ist so. Gebe ich euch Brief und Siegel drauf, das ist so. Kannst es nicht allen recht machen. Das war perfekt, oder? Und das ist nämlich jetzt das Problem, der fährt nämlich jetzt weiter und deswegen war der nie leer, wenn wir den abgetankt haben. Das kann man umstellen, indem man sagt. Was? Wo war denn das? Wollte gerade so klug tun. Ja, da wäre in dem Abtanken anhalten, das war's. So. Damit haben wir das Problem auch erledigt. Dann warten wir mal eben, bis der wieder voll ist, beziehungsweise bis der wieder hier ist.
So, was mit dem hier? Ist der fertig? Der sieht fertig aus. Okay. Gut, also Feldrennkurs einfahren. Wenn wir wollen, dass der Cosplay-Helfer ein Feld kennenlernt. Das ist so geil. Dann müssen wir einen sogenannten Feldrennkurs einfahren. Und das geht wie folgt. Dann gehen wir drauf. Dann fahren wir hier möglichst dahin, wo wir noch hinkommen mit dem Teil. Also würde ich sagen, wir gehen mal nach vorne und klappen runter. Und dann sagen wir Kursaufzeichnung beginnen. Dann fahren wir einmal hier außen rum. Damit, und also der Bereich, den wir jetzt hier aufzeichnen, ist dann nachher der äußere Bereich von dem Feld. Sozusagen der Rahmen, innerhalb welchem sich Cosplay bewegen soll. Können wir ruhig hier so eine Kurve machen hier. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlimm. Aber durch die Leitfeste müssen wir nicht unbedingt fahren. Also durch den Zaun müssen wir nicht unbedingt fahren. Wichtig ist nur, dass wir möglichst gerade dann am Zaun wieder langkommen hier. Wenn wir da so eine Beule reinfahren und so, dann kann es sein, dass er versucht, den Kurs immer wieder anzupassen. Ist natürlich schön, wenn dann so eine Art Floating Average da drin wäre, dass je weiter er nach innen kommt, das immer weiter ausnivelliert. Aber was rede ich für ein kompliziertes Zeug? Ich zeig's euch einfach. Oh. Genau, da sind wir ein bisschen jetzt ausgekommen. Und da hat gerade das Spiel geruppelt. So, dann fahren wir hier rum. Nein. Wenn sowas passiert, ist natürlich blöd, aber kann man beheben. Einfach das Tor zumachen. Einfach das Tor zumachen. Einfach das Tor zumachen. Da müssen wir nur dran denken, dass wir das jetzt immer zumachen. Wenn wir reingefahren sind. Gut. Und wir jetzt schon wissen, dass wir da rum müssen. Mal schön hier außen rumfahren. So, dann bis hier vorne davor. Zack. So, das speichern wir mal ab. Unter. Ups, stopp. Wiese 1. Rand. Zack. Und dann gehen wir hier hin. Aktuell geladenen Kurs ist der Feldrandkurs. Richtig. Arbeitsbreite 9,3 ist falsch, weil das ist die Arbeitsbreite von dem Teil hinten. Vorne ist die Breite kürzer, nämlich. Guck mal kurz nach. 8,4 siehst du. Da habe ich gut geschätzt. 8,3. Startecke ist nie ohne Seife waschen. Südwesten. Und wir wollen nach Osten. Wir wollen hier mal zwei Vorgewände machen. Und dann sagen wir Kurs generieren. Gucken uns den an. Das ist genauso, wie wir es nicht haben wollen. Weil wir hier nicht auf Osten stehen hatten. So. Nochmal. Wieserand 1. Laden. Zack. Osten. Jetzt aber. Zwei Vorgewände. So sieht das schon besser aus. Okay. Ich würde sagen, speichern wir auch jetzt mal unter. Was müssen wir noch lernen hier? Wiese 1 Mäh. Das ist immer diese Nomenklaturen immer. Und dann haben wir es auch schon. Und dann müssen wir jetzt noch hinten das Gerät runterklappen. Ich weiß nicht, ob er das automatisch alles macht. Ich nehme an, nicht. Gerät. Runter. Dann fahren wir vor die Startecke. Und dann kann er hier mähen. Und schwaden. Alles in einem. Wir schauen mal, ob er das auch tut. Er schaltet alle Geräte ein. Sehen wir hier, alles grün. Und wir wollen am ersten Weg hoch beginnen. Gucken wir mal. Also,
diese Geräusche, ne? Das ist echt eines der absoluten Highlights in diesem Update. Achtet mal nochmal drauf hier. Und? Und los geht's. Und er macht's richtig. Ja, den können wir fahren lassen. Den müssen wir wieder abtanken. Und das sollte jetzt auch funktionieren mit dem, dass er stehen bleibt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder, wenn dieses Feld hier soweit... Ich glaube, ich hatten wir den jetzt schon... Hat man jetzt schon eine Ladung zur Bäckerei gebracht? Ich weiß gar nicht. Jedenfalls bringe ich das Getreide weg, verkaufe das schon mal und sehen wir uns wieder, wenn dieses Feld weitestgehend fertig ist, würde ich vorschlagen. Und dann planen wir weiter, wie es geht. Wie es weitergeht. Bis dahin sage ich besten Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen da. Und Kommentare lese ich wie immer alle, denn hey, was wäre der Kanal ohne euch? Ich bin nur eine bescheidene kleine Knackwurst. Um mich geht's hier nicht. Es geht um euch, die Zuschauer, und euch möchte ich bestmöglich unterhalten. Deswegen bin ich auf euer Feedback angewiesen. Da freue ich mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und danke fürs Zuschauen.